Ja, guten Tag, hallo liebe Freunde. Willkommen beim neuen Let's Play. Ich bin der Cherry Fairy LP. Das ist der. Hallo. Neuen LP. Ja, also bin wieder dabei wie bei Trouble und Assassin's Creed, je nachdem wie er sehr hochlädt. Wir spielen Daylight. Nach unglaublichen 2 Stunden. Das versuchen es zum Laufen zu bringen. Wenn es bei euch nicht startet, merkt euch eins: Reboot tut gut, installiert es über Steam und startet euren Computer neu. Dann wird es vielleicht funktionieren. So, wir fangen jetzt natürlich an. Hier neue Einstellungen. Einstellungen müsste aber optimal eingestellt sein. Einstellungen, ja, aber ich weiß bloß die Steuerung nicht, aber das wird. Ist mir auch gerade scheißegal. Wir springen einfach mal direkt rein. Ja? Wie ihr alle wissen solltet, ist Daylight ein Spiel, das ich jedes Mal bei einem neuen Spiel selbst mal zusammensetzt. Silencio. Map, Leuchtstab, Signalfackel, werfen. Benutzen herein zum Fallen lassen, laufen, klettern. Telefon wird dir helfen, zurechtzukommen. Ende. Okay. Alles klar. Good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been okay. Some time. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Wie immer was mit dem Vorlesen. Willst du vorlesen? Willst du nicht vorlesen? Wechseln wir uns ab? Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte verursachen fortlaufend konventionelle Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Gut, lesen wir mal vor, bis uns langweilig wird. Ah, Sarah, no matter where you go, there you are. Wer ist das? Was ist das für ein Typ, Alter? Der Typ? Er macht mich fertig. Ich glaube, wir werden noch herausfinden, wer das ist. Ich muss noch dazu sagen, wir nehmen über Shadowplay auf, also keinen Plan, ob das funktioniert. Das ist jetzt einfach nur so hier erster Versuch, jetzt hier nach einer Stunde das Ding zum Laufen zu kriegen. Nach und 2 Stunden. 2 Stunden. Nee, du bist erst spät gekommen. Nein, wir haben schon gleich 6 und 4 war ich da. Mit einem Haftanstalt bekommt neuen Chefarzt am 5. Februar 1907. Die mit einem Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart. Scheiß Name. Achso, nee, hier kommt der Name. Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkulosenforschung bekannt. New Kipling freut sich einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der Bereitwilligung den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Mercer. Wirklich Mercer. Mercer? Walter Mercer, nicht Walter Mercer. Nee, Walter Mercer. Gut, okay. Kann ich hier hoch? Ich bin immer für hochgehen. Ja, hier kannst du nach hoch. Bis dahin ist das ja bei allen Spieldurchläufen gleich, soweit ich weiß. Was kommt? Deshalb, ich wüsste nicht, dass was kommt. Ich kann das nicht sagen. Das Spiel setzt sich hier immer wieder neu zusammen. Ich hab's jetzt 2 Mal. Cool! Ja. Fick dich! Nee, das ist echt schlimm hier. Ich dachte, es wäre leichter, wenn ich noch jemanden dabei habe, aber ich glaube, gerade das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß halt echt nicht, im Aufwachsgebiet kommt gar nichts. Erst dann, wenn dein Raum verlosch. Ich will hier nicht weg! So, also ich habe jetzt bisher 2 Mal gesichert, war 2 Mal komplett unterschiedlich, also. Viel Glück ist das Maximum. Man kann nie genug Leuchtstäbe haben. Was steht da für eine Leuchtstäbe, um Relikte zu finden? Das ist die 1, ne? Ja. Fucking shield. Türen sollten das nicht tun. Nicht von alleine. Suche in Verhältnissen. Hier. Die Patientin, Alter 10 Monate, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftreten, wieder eingewiesen.
Die war 10 Monate alt? Hä? Ja, und hat wahrscheinlich schon psychokinetische Krise gehabt. I'm done already. Vielleicht könntest du unsere Rennung noch so erleuchtet mit nämlich Buzz Cotnut. You can never have enough glow sticks. Jo. Dass du ohne so mit zwei Fußspuren wieder gut auf bist, kann dir vielleicht noch helfen. Kann, könnte, eventuell müsste. Hab ich gerade Lust auf das Spiel, wirklich. Boah, ich höre irgendwas. Jetzt schon. Kein Plan, ich probier's einfach, ich werde eh failen. Wie noch kein Mensch zuvor gefailt hat. Pass auf, je mehr du von deiner Relikte aufmachst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas kommt. Ja, das ist doch logisch. Ja, das zieht sich über das ganze Spiel hinweg. Weil das, was du jetzt auf deinem Arm hast, wird immer größer, je mehr du von deiner aufmachst. Oder lehst. Egal, Pflegerin Foster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schichten verschwindet und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben. Okay, ja, ich dachte schon. Ne. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Percy. Cox! Percival Cox! Kann man doch nicht irgendwie in den First-Person-Modus und so weit weg wie möglich von dem Bildschirm und... Ich seh's kommen. Generell und überhaupt! Benutzt den jetzt bitte. Der. Kann ich den auch benutzen? Hier, hier ist. Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf der benachbarten Insel mit Island-Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor den dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten werden, finden sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise, aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. That? You fucking kidding me? Im Winter voll zu viele Leuchtstäbe. La la la, fuck. La la la, ich hab jetzt schon Panik. La 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 la. Wow, hast du das gehört? Ja. Oh Gott, jetzt schon bitte, ne. Nein, no. Dios mio. What is my mission? What is my glow stick? Oh Gott. Nein, du hast ihn aufgemacht. Fail, fail, fail. Mach auf, bitte. Oh Gott. Was sind die Schritte? Schnell. Ich brauch mal die. Es gibt doch noch was anderes. Ich brauch die anderen Dinger. Die schemenhafte Gestalt in seinem Zimmer. Ja, ist okay. Ich hab jetzt gecheckt, dass hier Scheiße unterwegs ist. Ist klar. Gibt's hier irgendwas? Benutzt. Oh Gott. Oh Gott. Drückt einfach mal Pause, weil ihr es durchlesen wollt. Nee, drückt gar nichts. Ihr müsst die Panik hier verstehen. Ich Panik? Ja, ich hab jetzt schon Panik. Ich habe Leuchtstab gefunden. Hier muss ich später hin. Okay, gut. Ja, du musst. Gibt's hier irgendwas bitte? Nee. Kann ich vielleicht. Boah, ja, Nuff. Nee, Nuna. Nuna ist böse. Nuff, ich hab jetzt schon Angst an der Doch immer Nuna, natürlich. Flares! Nein! Nee. Komm, bitte. Bitte. God Mode activate. God Mode. Das ist jetzt zu, ne? Ah, das ist zu. Auch das ist zu. Okay. Ihr lacht euch ruhig kaputt. Ich höre Schritte. Das sind deine eigenen. Geh mal auf. Nach oben wird man dich... Nee, ist der Finger oben, wird man dich loben. Kann ich überhaupt später, wenn ich... Ich muss ja dann irgendwas finden und dann rumrennen, ne? War ich das? Ja. Das ist aber auch nix. Ja. It's a trap. Geh halt mal an die Tür. Oh Gott. Das war jetzt auch nicht gut. Ja, die geht wieder weg. Okay. Gut. Danke. Hi. Ich habe eine Map.
Moment, da hinten ist aber das Ding, wo ich durch muss, ne? Anybody there? Ja, auf bitte, diese Frage bitte. Ist immer da. Nein, sowas fragt man nicht. Fragt? Fragt. Fragt man nicht. Fragen tut. Ist hier jemand da? Auf diese Frage bekommst du natürlich immer eine Antwort. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Allerdings brachte es niemand über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Mrs. Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende kleine Mädchen übrig hat. Oh, Baby. Wow. Ich auch. Oh, Baby. Nee, das ist wieder eine Kacksasse. Sacksasse. Kacksasse. Gif. Angestellte hörten Schreie aus dem Zimmer von Patientin 60E. Als sie dort ankamen, war alles voller Blut und die Patientin fügte sich mit einem Skalpell wiederholt Schnittwunden zu. Es ist unklar, wie sie an den Gegenstand kamen. Trotz des vielen Blutes waren keine der Verletzungen tief. Oder ernst zu nehmen, die Schnittwunden waren oberflächlicher Natur. So als ob sie nicht wirklich versucht hätte, sich zu verletzen, sondern nur so viel Chaos wie möglich zu hinterlassen. Patientin 60E wurde in Isolationshaft gebracht, da sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt. Dr. Mercer ja, danke schön. Hat sich ihr zudem jetzt angenommen. Oh, Baby. Hoffentlich können wir sie von ihren inneren Dämonen befreien. Übrigens, das hier ist keine Sockel, das ist ein Rückkopplungskonservator. Ich dachte, ein Schutz. Kein Plan, ich hab Panik. Irgendwas zum Überziehen mit Gummi. Lies das, ich muss was trinken. Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Okay, please, Bro. Oh Gott. Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Alles klar, cool. Aber angesetzte Patient hatte keine weiteren Angehörigen. Das ist langweilig, ey. Fuck. Wenn du am Schluss die Story des... Wow. Spiel es nicht. Wow. Stühle, Mann. Stühle. Oh Gott. Wo ist ein Stuhl? Da waren Stühle. Boah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus hier hinten. Das sieht sehr gut aus. Bär! Okay. Jo. Kann ich jetzt überhaupt noch? Ich kann jetzt nicht, aber hier nicht wehren, ne? Du kannst dich in dem Spiel generell nicht wehren. Doch, ich hab doch Flares oder sowas. Wah! What the hell? Fuck you! Ich will hier nicht sein. Was ist das? Cool. Er erinnert mich da niemals mit ihm in den Zombie-Apokalypse zu starten. I see you. Bei ich will nicht, dass du mich siehst. Ich will das nicht. Weil du siehst mich nicht, ich bin hier sowas von weg, Bitch. Guckst du ein bisschen auf die Map hier? Ich hab keinen Plan, wo ich hinrenne. Warte. Links. Sehr gut. Bam, 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 bam. Ich glaube jetzt komplett durch den Gang entlang runter. Und dann irgendwann wieder links, ne? Links. I know there's somebody here. Ja. Links. Okay. Okay, rechts. Okay. Verdammt. Sind wir gut. Na. Da. Oh mein Gott, das Spiel. Spiel deine Wände gespeichert! Oh, der erste Part in 115 Minuten! Durch! Also wie viel? Ich frag mich nur, ob wir jetzt hier in. Ja, wir sind in Sicherheit. Ja, fürs Essen. Das können wir sogar. Oh mein Gott, das ist verdammt geil! Folgenpäuschen! Absolut Folgenpäuschen! Und gleich geht's weiter. Beziehungsweise in der nächsten Folge geht's für euch weiter. Bis dahin gehabt euch wohl und ja. Peace. So, sup.